Hallo und willkommen zu einem neuen Games Pickup Video. Es gibt wieder Klassiker, die Sammlung ja bereichern. Welches sind sie? Mein Bruder war auf eBay stöbern und hat da ein paar Klassiker, Game-Klassiker entdeckt, die ja, in seiner Sammlung noch fehlen. Beziehungsweise das eine war wirklich von eBay, das andere ist von Kleinanzeigen. Da habe ich, muss ich zugeben, einfach einen entdeckt, der viele Big-Box-PC-Spiele oder klassische Spiele verkauft hat, besser gesagt. Und dann, hat mein Bruder zugeschlagen ein bisschen. Die Spiele, die ich euch jetzt so zeige von den Big Boxen, haben so zwischen 15 bis 30, 40 Euro gekostet. Nicht alles zusammen, sonst war alles ein Bundle-Deal, dadurch ein bisschen weniger natürlich auch im Gesamt gesehen. Aber so, um euch die Sparte nochmal zu zeigen, wie es ist. Ja, den Anfang macht ein Klassiker von Magnetic Scrolls, und zwar The Guild of Thieves. Richtig tolles Cover. Hier jetzt in der Atari ST-Version. Atari ST verbindet mein Bruder und ich eigentlich so gut wie nichts, weil wir hatten ihn nie in der Kindheit. Wir hatten den C64, dann den Amiga und später dann den PC. Aber für diese Big Boxen zusammen mit den ganzen super tollen Handbüchern und so weiter ist die ST-Fassung fast identisch, hat ähnliche Disketten, ähnliche Logos, und deswegen ist es uns relativ egal geworden, welche Fassung wir haben. Hauptsache komplett. Und man kann diese schönen Klassiker sich in seiner Sammlung hinzuaddieren. Ja, hier seht ihr auch die Rückseite. Und es ist ein, ja, wie soll man sagen, ein klassisches Rollenspiel, ein bisschen im, Rollenspiel ist falsch gesagt. Das ist mehr so ein Adventure, so ein Rollenspiel-Adventure, also mit Elementen, man kann es nicht anders bezeichnen. Also im Endeffekt ist es ja richtig cool. Und ihr seht, die Edition, die macht es auch richtig cool. Hier ist eine Karte, so mit den wichtigsten Tasten. Ja, auch richtig nochmal schönes Logo drauf. Dabei eine Registrierungskarte, die ist nicht so wichtig. Hier wird es schon etwas cooler. Wirkt wie so ein Zertifikat. Indenture and Contract of Service, also so ein Gildenvertrag, kann man sagen. Ja, so eine Art Gildenvertrag, auch richtig cool. Fiel das Wort nicht an, ich muss erst mal überlegen. So. Und hier sind jetzt Sachen dabei, das ist echt ungewohnt. Dieses Kette ist eingeklemmt, ich kriege die gar nicht raus. Hier seht ihr auch so eine Standardhülle, damit man auch andere Versionen rein kann. Hier ist die Diskette von The Guild of Thieves. Und dann ist dabei hier so eine Limited Warranty, das ist so eine Art Garantieinformation. Was hier auch noch drin war, den muss ich jetzt erst wieder unterbringen, ein kleiner Würfel. Richtig cool. Was Witzige ist, dem fehlt eine Seite. Also hier ist, es gibt in dem Sinne, wenn ich richtig sehe, keine 3. Und das soll natürlich auch so sein. Es hat auch seine Bewandtnis mit dem Würfel. Das finde ich richtig witzig, dass solche Gimmicks auch dabei sind. Das macht es früher aus. Hier haben wir eine Bankkarte von Bank auf Kerovnia oder so ähnlich, wie es ausgesprochen wird. Das gehört auch zum Spiel. Man hat so ein paar Add-ons, ein paar Teile, die dazugehören. Man muss damit eingreifen. Genauso wie hier ein, What Burglar, also ein Diebesmagazin, kann man sagen. Das ist das Handbuch, eben halt mit vielen Informationen, mit Geschichte. Richtig cool. So ein bisschen Artikel drin, wo man natürlich auch so ein bisschen erfragen muss. Hier sind so ein paar Codes. Ja, man braucht ein Handbuch zum Spielen. Also das ist das Witzige gewesen, wenn man diese alten Spiele sieht. Viele von denen brauchen die Handbücher. Ohne die Handbücher kommt man nicht weiter. Die Sicherheitskopier-Freunde, die haben sicherlich auch irgendwann dann ihre Schwierigkeiten gehabt, denn man musste wirklich nachschlagen. Das war keine Seltenheit. Es gibt Spiele, wo die Geschichte in den Handbüchern erzählt wurde und es wurde ein Hinweis am Spiel in der Stelle gezeigt, wo man dann das Handbuch lesen musste, um mehr Informationen zu bekommen. Hier ergänzt sich das ganz gut. Also richtig tolle Edition, Klassiker. Ich versuche euch ein bisschen Gameplay-Material einzublenden.
Ich habe ihn nicht gespielt, mein Bruder hat ihn aber gespielt. Richtig interessantes Spiel. Und ihr seht, eine tolle Edition und deswegen so musste die auch in die Sammlung. Auch ein Klassiker und der ist sogar für den C64. Das, was ihr jetzt an Big Box Spielen seht, ist ein Gesamtdeal gewesen. Das war einzeln gekauft. Ich habe schon ein anderes Video über Atari ST Spiele gehabt. Das ist von dem gleichen gewesen. Das war sogar vor diesen großen Box mit den Atari ST Spielen, die ich schon mal gezeigt habe. Aber das wollte ich separat machen, weil das war einfach kultiger. So, hier habe ich jetzt einen Klassiker, auch einen Rollenspiel-Klassiker. Obwohl die für C64 unter anderem, es gibt auch für andere Konsolen, richtig toll. Rings of Medusa. Hinten sind ein paar Screenshots, die aber nicht von der C64-Version stammen. Ich glaube, das müsste Amiga sein. Auf jeden Fall auch richtig gut. Hier sind noch Sticker, wo man vielleicht wegmacht. Hat mal 49 D-Mark gekostet. Ist halt, wie gesagt, ein Klassiker. Hier so mit Schaumstoff und Inlay. Da muss man natürlich aufpassen, dass die Dinger sich nicht über die Jahre auflösen. Das kann durchaus sein, dass sie bröckelig werden. Dann haben wir hier Disketten. Und zwar haben wir hier eine Diskette. Das steht richtig cool. Rings of Medusa drauf. Und was auch noch sind, zwei weitere. Hier von Kai's Revenge. Das sind die Spielstände. Die mussten auf einer extra Diskette gespeichert werden. Das hat dann der Betreffende doch da drin gelassen. Seine Spielstände. Auch richtig cool. Disketten. Das war noch vor CD-Zeit, Leute. Das sind die großen Disketten. Ihr kennt ihr gar nicht. Die meisten von euch wahrscheinlich sind damit nie aufgewachsen. Ich kenne das noch aus meiner Zeit, C64. Das war das Nonplusultra. Man hätte nie gedacht, dass eine CD danach kommt. So, ne? Das waren die kleinen Disketten und hier bei den anderen sind größere Disketten. Was ihr da gesehen habt, ist die sozusagen fast der Nachfolger gewesen nach diesen Disketten. So, dann gab es ein Handbuch und ich muss sagen, das ist ein bisschen schade bei dieser Edition. Das sieht ziemlich billig aus. Das gibt es leider auch, wie so eine Fotokopie. Aber damals war alles teurer. Man hat es nicht so gemacht. Hier werden die wichtigsten Tasten, so ein paar Tipps und Tricks sozusagen belegt. Und hier ist auch zu sehen, wie C64 ein bisschen in Schwarz-Weiß anders aussieht. Screenshots und solche Sachen, das gab es alles nicht. Online-Handbücher gar nicht. Das ist analog noch fast gewesen. Das war noch der Beginn der Computerzeit, Alter. So, hier sogar ausgedruckt und dann zurechtgeschnitten die Commodore C64 Ladeanweisung, wie man das Spiel richtig lädt. Sowas gab es auch damals. Interessant. Also ein sehr interessantes Spiel. Ich habe es damals nicht verstanden, muss ich zugeben. Aber es war halt normal. Englisch war am Anfang der C64-Zeit, wenn ich bedenke, so, ja, so 86 habe ich auch angefangen mit C64. Meine Hochzeit war zwischen 86 und 91, kann man so sagen. Ich bin in die Lehre gekommen, 90, 92. Ja, da war auch noch C64 wirklich bei mich wichtig. Amiga ging es dann über. Ja, ich habe vieles ausprobiert, aber beginnend mit den englischen Kenntnissen, die ich natürlich zum Ende hin besser hatte, habe ich nicht einiges verstanden und manche Spiele waren wie Rollenspiele nicht unbedingt immer mein Fall, aber man hat sie ausprobiert und hat die Dinge dann getestet. So, ein weiterer Klassiker inzwischen von Interplay, im Endeffekt auch schon, jetzt kann man nicht mal mehr 25 Jahre Edition zu sagen, habe ich hier Star Trek 21st Anniversary. Das ist ein Point-and-Click-Adventure, ein richtig gutes Spiel von Star Trek, wo man Spock, Kirk, also Spock, Kirk und McCoy spielen kann. Kommt hier in so einer interessanten Schuber-Edition. The controls are set for just inside the bridge door, Captain. Mr. Spock, you're a genius. I wouldn't go that far, Jim. Dann habt ihr hier dann so einen Schuber. Und das nehmen wir dann mal auch auseinander. Ihr seht hier, das ist die, nachdem die großen Disketten, die ich euch eben gezeigt habe, kamen dann die etwas größeren. Gerade das hier, das ist jetzt die PC-Version, das gab es auch auf dem Amiga. Amiga war identisch, lediglich war für PC dann weniger Disketten. Obwohl, das ist auch gut gesagt, das sind hier auch immerhin 6, 3, 8 Disketten. Ja, später kam eine CD. Ihr müsst euch vorstellen, bis man das Spiel zum Laufen gekriegt hat, hat es gedauert und man musste währenddessen oft
die Diskette wechseln. Also 8 Disketten. Ihr seht einen Stapel. Es ist schon recht kultig. Hier schön aufgedruckt. Das macht es auch aus und das freut einen aber auch immer wieder. Ansonsten hat diese Edition auch nicht ganz so viel. Einerseits eine Registrierungskarte, eine Referenzkarte, kurzer Überblick über die Funktionen und Eingabegeräte, wie man steuert und so weiter, sozusagen eine Starthilfe, ja, so würde man es nennen. So, schon mal hier rein. Genau, und dann das Handbuch, auch mit Schwarz-Weiß. Da ist wirklich, ja, nochmal richtig. Das ist jetzt, das andere war so ein Überblick über die Steuerung. Hier wird nochmal ein bisschen intensiver. Tipps und Tricks, was sind die Icons? Man hat so ein Click and Point mit Icons, nachdem LucasArts-Spiele mal das eingeführt hatten. Erstmal ist man auch in diese Richtung hier gegangen. Das Interessante dabei ist, bei dem Star Trek-Spiel, es werden so mehrere kurze Adventure-Geschichten erzählt. Es sind so, glaube ich, 6 Episoden oder so. Richtig cool. In dem Fall kann ich auch, falls ihr hört, Stay Forever, diesen Spiele-Podcast, wird auch ausführlich über dieses Spiel berichtet, richtig gut. Was mir jetzt hier auffällt, ich weiß gar nicht, ob es drauf gehörte oder ob es drauf geklebt wurde. Hier ist ein Aufkleber in die Mitte geklebt worden mit dem Star Trek Logo und wo 1991 oder 94 drauf steht, das kann ich gar nicht sagen. Das kann man hier leider nicht ganz lesen. Ich glaube 91, 25 Anniversary in der Mitte. Seht ihr das? Ob der darauf gehörte, weiß ich nicht. Er ist natürlich sehr mittig, aber es ist interessant. Vielleicht hat auch der betreffende Vorbesitzer das gemacht. You have a card. Sehr interessant. I'm preparing an information packet for Starfleet. Shall I send it or wait for you to return? Send it now. If a hostile ship arrives. Ist schon cool gemacht. Also hier so diesen Schuber-Edition Electronic Arts hat das ganz gerne gemacht. Na, dann oben standen dann immer die Informationen und dann war so ein Schuber drumherum und so konnte man natürlich musste man nur so einen Schuber machen und einen Aufkleber und schon hatte man die Edition komplett. Ja, weiter geht es. Was habe ich hier noch? Einen schönen Klassiker-Teil, also für so einen Klassiker. Das ist jetzt für den PC ähnlich wie die Box, weil es auch Electronic Arts ist. Es geht um Wing Commander Privateer Rightless Fire. Das ist ein Add-on-Teil. Auch richtig interessant. Also man muss da in dem Fall auch das Original Privateer haben. Privateer ist auch ein Klassiker. Vom Bruder von Chris Roberts, der ja Wing Commander gemacht hat. Auch hier einziger Manko ist dabei, dass diese Boxen durchs Rausziehen auch weich sind und leider sich selbst zerdrücken. Und dann kriegt man sie nicht wirklich so raus, wie man sie herauskriegen möchte. So, klemmt natürlich auch ein bisschen fest. So, was hatte dieses Add-on? Eigentlich wirklich auch nicht viel. Eine Registrierungskarte oder eine Garantiekarte, war ja früher so. Und der Installationsguide. Mehr war es eigentlich gar nicht. Das war ja das Hauptspiel, was man benötigte. Hier nochmal also ein bisschen kurzer Überblick über die wichtigsten Keys und wie man es spielt. Und das war ja auch das, dadurch, dass nicht viel Gegenmaterial ist, musste man, ja, da zerdrückte man das leicht. So, das hat 2 Disketten mit auch einem schönen Logo, eben halt als Bonus, oder als Bonus, als Inhalt sozusagen. Hier seht ihr auch Electronic Arts, schön mit dem Logo drauf, kann man vielleicht sehen leicht, ist im Schwarz mit leicht ganz dunklem Grau hinterlegt, ja. Ist halt ein bisschen tricky. So, rein damit in die Box und Schuber drum. Wie gesagt, schöner Klassiker. Also das Spiel Privateer ist halt ein schönes, ja, wie kann man sagen, Privateer ist sozusagen nicht nur Kampf gewesen, Weltraumkampf mit schöner damaliger Grafik, sondern auch ein bisschen Strategie und ein bisschen Handelssimulation. Also richtig cool, macht sich auch richtig gut, ein richtig schöner Klassiker und ja, auch ein schöner Klassiker mittlerweile, haben wir hier vom englischen Hersteller Domark für den Amiga, wir haben mal hier einen Klassiker jetzt dabei, auch richtig cooles Cover, das finde ich richtig toll, Shadowlands, guckt
doch das Cover an. Ist das nicht cool? Ist das nicht geil? Und hier hinten, auch richtig schön, ist auch ein sehr klassisches, ja, auch Rollenspiel, so ein bisschen, ja, wie kann man sagen, ISO-Perspektive. Wie gesagt, macht sich richtig gut. Wirkt spektakulärer als es ist. Hier seht ihr, die Box ist so dick, aber hier ist so eine Pappe drin, die das ein bisschen höher macht. So fällt das nicht ganz so. Hier werden aber noch schön Tüten drum gemacht. Wir werden natürlich pflegeleichter gehen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, man muss schon nachgucken, wie die damals waren. Plastik löst sich auf, Gummibänder, viele Sachen. Ich nehme es auch bei Brettspielen, welcher Flohmärkte, ich finde immer die Gummibänder raus. Da habe ich früher nie drüber nachgedacht, dass mit Gummibänder eben halt auch irgendwann sich auflösen oder matschig werden. Genauso wie im Styropor habe ich schon gehabt, dass ein bisschen sich löste. Schaumstoff besonders, da muss man aufpassen. Schaumstoff ist tricky. Und ja, Disketten, die bleiben, ob sie nun spielbar sind oder so, das kann man nicht mal mehr sagen, weil manchmal ist es 50-50 oft heutzutage. Auf jeden Fall habe ich hier Shadowlands, auch ein richtig cooles Cover da auf der Diskette. Und hier nochmal auch das auf dem Handbuch ist das klassische Bild. Und das Handbuch ist ja im Endeffekt schwarz-weiß, zwar so ein Blauton, aber nicht schlecht. Es gibt ein paar Bilder, Erklärungen dazu, wie man spielt. Das war halt damals anders. Man musste die Sachen noch ein bisschen mehr erklären. Ich sehe, sind es auch in verschiedenen Sprachen hier drin. Ich habe es in Englisch. Und Deutsch haben wir hier auch. Und was haben wir noch? Französisch. Und welche Sprache ist da noch? Italiano. Also richtig cool. Also ist nicht viel in der Box drin, aber eine wunderschöne Grafik ziert das Cover. Ach, das ist herrlich. Macht Spaß, sich diese Sachen anzugucken. Genauso wie dieses hier. Auch ein, ein Rollenspiel aus der Ego-Perspektive. Auch ein richtiger Klassiker. Ich muss überlegen, es ist, glaube ich, schon siebte Teil oder so der Reihe. Aber die gab es auch schon auf dem C64. Wizardry. Zauberer-Reihe. Richtig cooles Cover. Bane of the Cosmic Forge. Richtig klasse. Auch richtig toll. Ja. Spiel habt ihr vielleicht schon mal irgendwann gesehen, weil wir es vorgestellt haben. Hat mir mein Bruder auch, aber nicht vollständig. Deswegen hat er es nochmal sich jetzt besorgt. Hier ist es jetzt absolut vollständig. Hier haben wir, das zeige ich gleich, also auch hier noch, hier gibt es auch so eine Art Garantiekarte. Hier sogar mit einem Code, dass man genau wusste, von welchem Spiel das stammte. Die waren durchnummeriert. Hier Installationsguide, Tipps, weil man musste damals ja Disketten wechseln und es gab auch teilweise Festplatten und so weiter. Das ist jetzt für den Amiga übrigens auch wieder. Was haben wir hier? Konnte man ein Bestellformular für den Hintguide, wie man also ein Lösungsbuch bestellen konnte. Ja, musste man teilweise online, gab es nicht. So, eine Sache, die oft fehlt, weil sie benutzt wird. Etwas, was man sich heutzutage einscannt oder Fotokopien haben wir früher gemacht. Das hatten wir auch bei den Sicherheitskopien. Hier ist so eine Art Map, wo man sich Notizen macht bzw. seinen Werten einträgt von seinen Figuren. Das ist irgendwann aufgebraucht, weil das ist so ein Block und der fehlt der oftmals. Deswegen scannt man das ein. Ich habe zum Beispiel das früh in meiner Kindheit gemacht, indem ich eine Seite genommen habe, die klar war, und ich hatte einen Bekannten, wo ich es laminieren konnte. Dann habe ich mir die Seite laminiert und mit einem wasserlöslichen Stift immer beschrieben und dann sauber gemacht. So konnte man es wieder machen. Oder wenn ich nicht laminieren konnte, habe ich es in eine Glasichtfolie gelegt. So A5, in dem Sinne hätte ich jetzt eine A5-Folie genommen und diese Folie beschrieben. Ja, und hinten ist ein klasse weißes Notizbuch. Das fehlt, wie gesagt, öfter. Richtig cool. Hier haben wir schon mal Disketten. Auch sind das 5 Disketten, die nicht mit Zahlen, sondern mit Buchstaben durchnummeriert sind. Ja, von A bis E. Oh, komm, wollen wir A zeigen. Auch hier schön mit dem Logo in Grau. Richtig kultig. Und dann habe ich noch 2 Handbücher. Hier haben wir einmal Wizardry, Bane of the Cosmic Forge, Magie-Word, also Magic Word, Icon List. Auch sehr wichtig. Das könnt ihr nicht lesen.
Ihr könnt das nicht lesen, weil es zu dunkel ist? Ja, das ist nämlich die Sicherheitsabfrage. Sowas gab es früher auch. Codescheiben, Sicherheitsabfragen, damit man spielen konnte und man nicht eine Kopie hatte, wenn es nicht gecrackt war. Ja, so war es damals. Da gab es solche Sicherheitsabfragen. Hier, die waren extra so dunkel, dass man, wenn man sie auf einen Fotokopierer gelegt hat, nicht gezeigt wurden. Also der Fotokopierer hat nur eine schwarze Seite gemacht. Das war wirklich eine Zeit, wo man es anders angegangen ist, diese Dinge. Richtig kultig, also ohne sowas konnte man es nicht spielen. Und ich habe früher solche Sachen abgezeichnet. Wenn es ging, eine Fotokopie gemacht, die Scheiben, wie bei Marki, eine, die wollte ich nie kaputt machen, wenn man eine hatte. Da habe ich teilweise dann auch nachgebastelt mit einer doppelten Fotokopie und was nicht alles. Also richtig kultig, was man früher gemacht hat, auf eine Art. Aber so war nicht die feine englische Sache. Dann haben wir ein Handbuch, ihr seht, ganz schön dick. Ne, Cover ist identisch mit dem Ganzen und viel Text. Und wir haben hier wirklich, was man wissen muss. Hier so mit Artworks drin. Ist halt eine andere Zeit und ich finde, das macht das aus. Und gerade das ist das, warum wir diese Edition gerne in unsere Sammlung aufnehmen. Diese schönen klassischen Elemente. Ihr seht, wie gesagt, dickes Handbuch und dann die 5 Disketten. Ja, und es ist natürlich gewichtig, aber gerade das macht diese tollen Editionen aus und ja, faszinierend immer wieder. So, das letzte, vorletzte Spiel, aber die letzte Big Box, auch ein Klassiker. Jetzt nicht so was Besonderes, ist jetzt die CD-ROM für Windows 95 auch schon, aber die Big Box einfach zu haben, darum ging es. Star Wars Shadow of the Empire. Eine interessante Star Wars Geschichte. Man wollte eine zusätzliche Episode erzählen von Star Wars. Diese Geschichte Shadow of the Empire war ein medienübergreifendes Projekt von LucasArts damals und Lucasfilm. Es spielte zwischen Imperium schlägt zurück und Rückkehr der Jedi-Ritter. Es ging darum, ganz grob gesagt, um die Suche nach Han Solo. Und man hat dann viel mit der Verbrecherorganisation Dark Sun zu tun gehabt. Das Interessante ist, die wird später aufgegriffen, auch bei Clone Wars, glaube ich sogar, und auch in Rebels und in Ahsoka und in diesen Realserien. Im Film Solo wurde diese Elemente mit eingebaut. Man hat dann benutzt. Aber zu diesem Zeitpunkt war das ein medienübergreifendes Projekt, weil es gab ja Comic, noch nichts Neues, richtig viel von Star Wars. Es gab ein Soundtrack von Joel McNeely komponiert, der allgemein Musik gemacht hat, so als ob es einen Film gegeben hätte. Großartige Musik, besitze ich auch in meiner Sammlung. Dann einen Roman von Steve Perry geschrieben, der eine Geschichte erzählt hat, oder den die Geschichte erzählt hat als Roman. Dann gab es ein Comic von Dark Horse, was auch die ganze Geschichte so ein bisschen erzählt hat und auch ein bisschen andere Seiten gezeigt hat. Und ja, und dann gab es eben halt das Spiel und das hat sich alles ergänzt als eines. Natürlich gab es auch Spielzeug, es gab, das ist, glaube ich, Kyle Katarn hier, schön mit so mit der Outrider, so ein Spiel, so ein Millennium Falcon-Style koreanischer Frachter und man spielt ja auch ihn teilweise als Hauptfigur, ne? Und man musste Prinz Caesar besiegen, nicht Kyle Katarn, komm, das ist ja Jedi, ja, damals. Kyle Katarn war Dark Forces und die ersten Jedi-Spiele. Das ist hier Dash Render war das. So ein Han Solo-Charakter. Und man hat auch Boba Fett getroffen. Also richtig cool. Es gibt auch ein Super Nintendo-Spiel davon. Also richtig klasse. Diese Big Box für den PC hat das Spiel. Und hier seht ihr auch nicht. Ja, hier habe ich noch eine Garantiekarte. Wir haben ein wunderschönes Handbuch mit dem Cover. So wie die LucasArts-Spiele eben halt waren. Vollfarbe. Auch schon so richtig mit Screenshots und Hintergrundinfo und oh, guckt euch das an. Das Artwork auch richtig toll. Wie man steuert, wichtige Informationen, alles drin abgebildet. Richtig cool. Richtig cool. Genau. Und die CD. Da ist auch nicht viel drin, das ist halt wie gesagt nur das Cover und hier ist auch kein wirkliches Handbuch, das ist jetzt nur so ein Faltblatt
Aber auch sehr schöner Zustand. Das richtig rum reintun wieder. Auch ein richtiger Klassiker mittlerweile und der macht sich gerade im Regal wunderbar. Das Spiel ist vielleicht ja auf dem Super Nintendo etwas besser spielbarer oder in dem Sinne, aber für die Sammlung ist die Big Box einfach sehr, sehr schön. Ja, das waren eigentlich alle Big Boxen, die ich in diesem wirklich klassischen Video für euch habe. Jetzt kommt noch ein Spiel, was ich mir gekauft habe, beziehungsweise für mich ist es eine Ergänzung eines absoluten Kindheitsklassikers. Denn die Big Box brauchte ich mir nicht kaufen, hatte ich bereits. Bei mir war es aber die Version für den Amiga von dem Spiel, bevor ich das jetzt nenne, erzähle ich das nur ganz mal so. Da habe ich es mir irgendwann mal gekauft, weil das war dann die Nachfolge. Eigentlich habe ich es auf dem C64 immer gespielt und es geht jetzt auch um die C64-Fassung. Die Box selbst musste ich aber nicht neu kaufen von dem Klassiker, denn die war identisch mit dem C64. War sogar die Original C64, die wurde mit dem Label für Amiga umgelabelt. Das habe ich damals auch gemacht. Aber die Disketten dieser klassischen Fassung fehlten mir noch. Und die habe ich bei Kleinanzeigen geschossen. Ich habe, glaube ich, 20 Euro bezahlt für die beiden Disketten. Das ist günstig. Wenn man das sieht, das Spiel für C64, das ist schon dreistellig. 300 Euro ist keine Seltenheit. Und zwar handelt es sich um Zack McCracken. Zack McCracken, absolut kultig. Hier seht ihr mein Lieblings-Adventure unter anderem mit für den C64. Nach Maniac Mansion kam Zack McCracken. Das habe ich gesuchtet ohne Ende. Richtig gerne gespielt. Es gibt zwei Disketten. Speichern musste man auf einer eigenen Diskette. Ja, ist hinten halt bedruckt, kein Aufkleber und ich wollte das unbedingt so noch oder diese hier noch in meiner Sammlung haben. So kann ich sie dieser Box hinzufügen. Da sind nur die Amiga-Disketten, Handbuch und so. Alles ist sonst identisch. War damals so, man hat versucht, so gleich wie möglich zu sein, dass man so wenig wie möglich austauschen musste. Und deswegen hat man ja solche Sachen gemacht, wie ich hier auch gezeigt habe. Selbst hier schon noch einfach nur ein Aufkleber und schon war die Version anders. Da stand das dann so. Und das, ja, ist jetzt der Klassiker in meiner Sammlung. Ich bin glücklich drüber und ihr seht, dieses, was habe ich hier, 8 Spiele von echten Spielklassiker bereichern jetzt unsere Sammlung und ja, das soll es jetzt auch gewesen sein. Habt ihr diese Spiele gespielt? Kennt ihr sie? Welches war damals, wenn ihr es gespielt habt, euer Lieblingsspiel? Lasst es mich wissen, lasst uns darüber reden.
Wenn ich mal was detaillierter in einem Video wirklich mich mal um ein Spiel kümmern sollte oder so, sagt mir welches. Bei Zack McCracken bin ich sogar geneigt, mal so ein mit einem Let's Play zusammen zu vermischen, einfach weil ich Bock dazu habe. Ansonsten, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, hoffe ich. Kommentar, liken, teilen, abonnieren und ja, beim nächsten Mal wieder einschalten. Ne? Bis dann. Tschüss.